warum wir heute hier vor dem Innenministerium in der Herrengasse in Wien stehen, ist, weil wir uns nicht fektern lassen. Nicht fektern lassen heißt, diese Videoüberwachung, dieser Überwachungsstaat, so wie er derzeit funktioniert, kann nicht weiter existieren. Circa 1 Million Kameras, die im öffentlichen Raum überwachen. Gleichzeitig, und das ist ja auch interessant, sind 50% mehr Beschwerden bei der Ombudsstelle zum Datenschutz eingereicht worden. 50% mehr heißt auch, es gibt ganz einfach so viele Menschen mehr, die sich gestört fühlen, wie mit ihren Daten umgegangen wird. Die Sensibilisierung ist viel, viel größer geworden. Ich habe heute bei dieser Aktion das Briefgeheimnis, das aktuelle Briefgeheimnis aus dem Strafgesetzbuch vorgelesen. Das Briefgeheimnis wurde nämlich in ganz Europa im 16. und 17. Jahrhundert eingeführt. Und für uns ist es absolut nicht nachvollziehbar, warum bei elektronischem Zeitalter, im elektronischen Zeitalter, dieses Briefgeheimnis für E-Mails beispielsweise nicht mehr gilt. Aber auch die EU will eine Vorratsdatenspeicherung. Das bedeutet, dass Daten ein halbes Jahr von privatwirtschaftlichen Unternehmen, nämlich von den Providern, aufbewahrt werden sollen, damit die Polizei jederzeit auch bei einem Verdacht, bei einem kleinen Verdacht, Zugriff darauf hat. Das widerspricht aus unserer Sicht den Bürgerrechten, den Grundrechten und das Recht auf Datenschutz. Wir werden dieses Thema verstärkt angehen und wir verlangen von Österreich, eine Speerspitze zu sein für die Bürgerrechte und für die Privatsphäre.